Horses, Dogs and Horses. So, erst einmal herzlich willkommen hier beim Elspe Festival in unserer Show Arena. Ja, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und uns damit bei unserem Testobjekt unterstützen. Ich hoffe, bis hierhin hat alles einigermaßen gut geklappt. Es kann hin und wieder Verzögerung geben, da bitten wir dann um Verständnis. Aber wir müssen im Rahmen dieses Testobjektes natürlich die Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Lennestadt einhalten. Dazu gehört am Ende der Show auch ein sogenannter Corona-konformer Auslass. Das heißt, wir regeln das hier tribünenweise. Bitte stehen Sie nach der Show nicht sofort auf und gehen alle zum Eingang, sondern ich würde sagen, wir nehmen erst die Tribüne, da sind auch am wenigsten Leute drauf, die als erstes rausgehen, als zweites dann die Kopftribüne und zum Schluss hier dann die äußere. Dann noch eine gute Nachricht, und die ist: fester Sitzplatz, kein Mundschutz erforderlich. Das heißt, wenn Sie einen festen Sitzplatz haben, können Sie den Mundschutz abziehen. Das gilt auch für unsere Karl-May-Inszenierung auf der Freilichtbühne. So, ich denke, jetzt ist genug geredet. Sie wollen die Tiershow sehen? Ich schaue mal nach, ob unsere Rosi schon da ist. Rosi, bist du schon da? Ich glaube ja. Hallo. Hallo Rosi. Rosi, ich denke, bevor du jetzt hier startest, liegt erst noch eine Aufräumaktion an. Ja, schaut ja wild aus, ne? Machen wir. Ich hole mal zwei Kandidaten, die können das erledigen. So, da haben wir Troll. Troll, geh mal. Und du kommst auch mit. Komm, Langer, komm. Raus, komm. Nee, komm schnell her, komm. So. So, ja, das ist ein Pferd. Kein Dalmatiner. So, Troll, geh mal rauf da, damit ich euch mal eben vorstellen kann. So, da haben wir einmal unseren Troll auf dieser Seite. Der Troll ist mein ältester Mitarbeiter, der ist bereits 14 Jahre alt. Ne? Und auf der anderen Seite, da haben wir unseren ganz frechen hier, Cyrano, der ist 7. Ja, lieb sein, ne? Ja, 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 ich hab dich auch ganz lieb. So, dann fängst du mal an auf dieser Seite. Trolli, du gehst darüber. Los, Troll, bringe. Schnell. Ja, unseren Troll, den habe ich aus einer Schwedensaison mitgebracht. Danke, Troll. Das ist ein Border Collie Mischling. Und Troll heißt er, weil in Schweden wohnen ja bekanntlich die Trolle. So, wen hast du hier? Oh, danke schön. Lass mal das Hörnchen los da oben. So, und ja, so. Gehst du weiter? Weitergehen? Nee, mehr gibt's. Nee, nee. Du gehst jetzt da weiter sammeln, ja? Nicht zwicken. Du, doch, du auch, geh mal. Geh mal. Troll, du geh doch mal, bringe. Dann kann ich ja gleich alleine gehen. Ja? Hast den Nemo. So, komm. Ja, fein. So, der lange Hugo da hier, der Cyrano, das ist ein Knapstrupper-Hengst und der kommt aus Dänemark. Die Knapstrupper gelten als eine der ältesten Pferderassen der Welt. Ach, hast du wieder im Auge gepackt, den Arm, hä? So, und die waren damals, jetzt lass mich in Ruhe. Nein, geh, los, ja, ja, verschwinde. Und die waren damals besonders in der Farbe nur dem dänischen Königshaus erlaubt. Ja, ein Glück ändern sich die Zeiten, ne? Weil wir gehören nicht zum dänischen Königshaus und wir haben auch solche Fili. Du, beweg dich nicht zu schnell, ne? Sonst kommst du noch ins Schwitzen. So, Troll, weiter, geh, Troll, bringe, Troll, geh. Troll, geh mal. Ja, wir sind schon etwas senil, das dürfen wir aber sein in dem Alter, ne? So, lass mal los. Hallo, lass mal los. Lass den doch mal los, so, ja. So, weiter geht's. Los, hopp, vorwärts. Geh mal. Heute noch. Hey, hallo, was ist denn? Da und du?
Nee, geh mal vorwärts. Geh mal vorwärts. Dahin. Geh mal jetzt vorwärts. Komm, du Clown. Ja, genau. Den Grünen da, den kannst du ansteuern. Du holst jetzt auch noch einen. Ja? Den Frosch, der da liegt. Oder was das ist, ein Krokodil. So, komm, Troll. Geh mal, geh. Troll, geh, bringe. Geh, such mal. Ja, such. Ja, da ist er. Und du, komm, Bewegung jetzt hier. Oh, wow. Hast du den Großen jetzt genommen? Jetzt können wir aber gucken. Ja, schön. Auch wieder im Auge. Ja, Troll, komm. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, komm, geh, da liegt noch was. Lass den Hund in Ruhe. Komm hier, da hinten liegt noch was. So, komm, geh jetzt mal, pass mal ein bisschen auf, dann findest du es auch. Geh vorwärts. Da, hier, da, so, feste. So, komm jetzt, komm. So, Trolli, wir hauen ab, komm. Das war's. Komm, Troll, ist alles sauber. Ja, du kannst gehen. Tschüss, Troll. Mit dem ins Bett gehen hier. Das ist dein Schlaftier. So, jetzt haben wir hier sauber gemacht. Das ist schön, weil jetzt können wir nämlich, komm her, können wir nämlich anfangen, regulär zu arbeiten. Sag mal, lässt du mal den Teppich jetzt, komm her hier. Was soll denn das Gezwicke da immer? So, stopp. Ja, weil eigentlich wollen wir hier Trickreiten machen. Ne? Ich sattel den jetzt auf, dann setze ich mich drauf, dann rennt er eine Runde und ich mache akrobatische Übungen drauf. Hoffe ich. Bist du damit einverstanden? Ha? Kann ich da jetzt Sattel drauf machen, ja? Okay, und die Satteldecke auch? Was? Cyrano? Hast du ein Problem? Ha? Hast du ein Problem? Ja? Hast du ein Problem? Was ist denn? Aber was ist denn los? Hä? Erzähl mal. Ey, was ist los? Nein, komm her, der muss sich erst warm machen, sagt er. Ich dachte, du wärst jetzt schon warm. Komm hier. So, stopp. Und dann los. Geh mal. Dann mach dich mal ein bisschen warm. Ja. So, und jetzt? Hallo, Kopfstand. Sowas. Vor und zurück. Ein riesen Schaukelpferd haben wir hier. Können wir gleich 5 Kinder draufsetzen. Kommt nochmal richtig jetzt hier. Vor und zurück. Und nochmal vor. Ja. So. Okay. Anna, ja, jetzt hole ich die Satteldecke. Jetzt bist du aber warm genug, ne? Puh. Du. Mann, ey, der ist so groß. Hörst du auch mal auf zu wachsen? Du brauchst schon bald eine Leiter, um da aufzusteigen. So. Lass den Teppich stehen. Du. So, hier. Satteldecke. Die bleibt so. Hallo? Was soll denn das? Hä? Nein. Du bist ja. So, lass das jetzt da oben hier. Ach, verstehe ich wieder nicht. Magst du die nicht, die Satteldecke, Cyrano? Cyrano? Nein? Okay, dann nehme ich nur den Sattel. Pfui. So, ich komme jetzt. Cyrano? Bleib mal stehen. Stopp jetzt. Bleib stehen, habe ich gesagt. Cyrano, was machst denn du? Mit deinen Füßen da, stopp. Wenn ich sage stopp, dann meine ich so. Nicht nur die vorderen Beine, ne? Okay, andere Seite. Geh mal. Da. Stopp jetzt. So, also ich glaube, der hat überhaupt keine Lust. Das macht nichts. Wir werden uns jetzt hier hinsetzen. So, geh, setz dich da hin. Geh. Geh da, setz dich. Los, komm. Geh mal. Nee, 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 nee. Geh mal ein Stück zurück, weil ich will auch noch sitzen irgendwo. So. Ja? Nicht zu weit da hinten. Kommst mir raus. Ja? Ja? Jetzt sitzt du aber wirklich mit einer Arschbacke rum. Ne? Da! Geht doch! So was! Hör mal. Hallo. Hey. Hallo. Wollen wir mal einen Duschan rufen? Vielleicht bringt er dir ja was, ja? Nee, nicht immer Bussis geben da. Duschan? Hast du was zu essen? Och, guck mal. Ja, er war ganz brav. Dann nehmen wir die große Karotte. Meine Güte. Hier, mit Grün. So, bitteschön. So, Kopf hoch. Das war Cyrano.
Es folgen nun André mit Manchego. Y lo no lo sé.
Mit dem russischen Bild von Kilakin. Lieben, das ist
das Logo mit dem Flickflack-Wunder Ivok. Hier auch für die zwei Schmusenden, das ist Duschan mit Dakota. Und daneben unsere zwei Ferraris, Spinek mit Kakao. Ja, und in der Mitte, da haben wir natürlich unseren Langnichiger. Das war Cyrano. Ganz schnell darauf aufmerksam machen, wie Sie die Arena hier verlassen. Wir fangen mit diesem Block an, dann sind Sie dran und Sie sind, kommen dann danach. Die junge Dame da oben mit den schwarzen Haaren und der Sonnenbrille, Sie sind die Letzte, die hier raus darf. Aber wir warten da hinten, das ist versprochen. In diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Tag hier im Elster Festival und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr alle gesund wiedersehen. Tschüss!